Und damit hey und willkommen zurück zu unserer Minecraft-Welt. Heute mal nicht aus unserem Standardhäuschen, weil wir sind nämlich bei dem anderen Häuschen, nämlich von dem von unserem Villager, weil wir dem ja ein kleines Häuschen bauen wollten. Dafür brauchen wir allerdings noch das da. Ich wollte das da. Können wir nämlich eben direkt hier das machen. Etwas lost gerade gewesen. So, damit hätten wir nämlich dann nochmal welche dabei. Ja, komm, wir fällen die Eiche auch noch. Dann fallen nämlich hier beide runter. Und dann gehen wir eben hier hoch. Ganz kurzerhand und bauen mal eben das Dach fertig. Zumindest soweit wir die Blöcke es zulassen. Warte mal, das könnte sogar ganz knapp hinhauen. Krass. Ja, schönes Ding. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass wir so machen können. Genau. Schönes Ding. Da ist der. Ey, toll. Nicht geschafft. Egal. Zählt das jetzt schon als Haus für den Villager oder noch nicht? Also vorne geht so, ne? Geht schöner. Das müsste doch jetzt schon als... Oh, da ist eine Biene. Als Dingens zählen. Als Haus für den Villager, oder nicht? Wenn wir den nämlich jetzt abbauen würden, bringt das was? Ja, da. Hier können wir noch ein Eichensetzling hinpappen. Noch ein Eichensetzling. Eichensetzling. Birke. Birke. Ne, da keine Birke hin. Da Birke hin. Dann kann das nämlich nochmal ein bisschen wachsen. Ich habe mir überlegt, jetzt nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Folge, die werde ich wahrscheinlich dann wieder in einer Woche erst aufnehmen können, werden wir den anderen Villager holen. Also einen zweiten Villager werden wir uns dann holen. Das heißt, ich weiß selber nicht genau, was das heißt, aber ich werde das wahrscheinlich in einer einfach nicht langen Timelapse regeln, damit ihr halt wenigstmöglich davon mitbekommen. So. Was da werde ich meinen? Oh, scheiße. Doofe Idee. Weil ich denke mal, dass es für euch einfach langweilig sein wird. Zählst du ihn jetzt? Da ist noch offen. Huch, da haben wir doch noch welche. Warum sagt denn keiner was? So. Zählst du jetzt als Haus oder nicht? Das ist die Frage. Muss ich wahrscheinlich die anderen beiden Betten, drei Betten eben abbauen, ne? So. Das weiße Bett ist von mir. Es kommt da wieder hin. Und dann tun wir das andere Bett. Oh, das sind sogar noch. Wow, das sind krass viele Betten. Da hinten mit rein, ne? Da noch und da noch. Wenn ich jetzt da drauf drücke, was macht er dann? Klaue ich immer sein Bettchen? Okay. Geht er jetzt zu dem anderen Haus? Also der hellste ist ja jetzt gerade auch nicht so, ne? Warum machst du denn da auch immer? Wenn ich jetzt nochmal drauf hau, passiert nichts. Okay. Bist du jetzt in mein Bett gegangen? Nee. Hä? Warum hat er Schaden gekriegt? Der ist hier runtergefallen. Ja moin. Da darf der nicht. Der soll nicht sterben. Ergibt Sinn, ne? Dass der nicht sterben soll. Oh, das ist Eichenholz. Das wollte ich dann nicht. Egal. Gucken, vielleicht reichen ja 6 schon. Sollst du nicht da runterfallen, Meister. Theoretisch kann der noch da lang, ne? Scheiße. Guck mal nicht, dass der so schlau ist, ne? Habe ich noch eine Stufe da? Ups. Könnte jetzt auch dauern. Statt dass ich eben eine neue machen geht, eine Axt? Nein. Genau, das machen wir dahin. Dann muss ich trotzdem mir eben eine Axt machen, ne? Eine Spitzhacke meine ich. Entschuldigung, Leute. Was mache ich denn da? Oh man, ein bisschen lost gerade, ne? Maximale Verwirrung. Eisenspitzhacke, wow. Jetzt habe ich keine Erde, ne? Nö. Woher denn auch? Ich Erde? Nö. Ich Schaufel? Ja. Das war ja irgendwie zu erwarten, oder nicht? Das ist halt doof, ne? Alles hier. So, machen wir das bis zur Ecke voll. So, dann haben wir hier so eine kleine Art Podest nochmal. Von dem Podest aus können wir noch ein bisschen was überblicken, ne? Genau, gut. Und der kann da hoffentlich nicht mehr runterkacheln. War natürlich ganz nett, wenn er das nicht mehr machen würde dann. Damit das hier auch grün wächst, verbinde ich das mal eben ganz kurz. Oder auch nicht. Weißt du, das ist nämlich grobe Erde. Ich brauche nur Erde. So. Gibt keine Verbindung zum Gras hier nirgendwo, ne? Scheiße. Dann müssen wir das mal eben ändern. Das ist alles grobe Erde hier, ne? Da muss allerdings Erde hin. Erde. Das ist alles grobe Erde, ne? Was bist du denn? Erde, okay, gut. Boah, geht das auf einmal schnell. So, jetzt haben wir das eigentlich alles miteinander verbunden, ne? Ja, lassen wir das mal. Erde, Erde, das ist alles Erde. Damit das rüberwachsen kann, machen wir hier auch nochmal Erde hin. Genau. Dann kann das alles schön zusammenwachsen. Was bist du denn? Auch grobe Erde. Gucken wir einmal, schau mal an. Das ist alles grobe Erde. Das ist alles nichts gut. Ich brauche nämlich nur Erde. Ist da der Mond? Ach, wie schick. Nachts ist das auch echt cool hier in unserem Dörfchen, ne? So. Ist das auch alles grobe Erde, ne? Scheiße. Warum auch immer du da nicht mehr rauskommst. Ernsthaft jetzt, Schaf? Einfach nur traurig. Ach du Scheiße. Ja, renn. Schnell schlafen. Villager, geh auch schlafen. So. Zombie weg. 3 Bienen. Das ist krass.
Da hätte ich ja nun nicht mit gerechnet. Da ist Zombieline. Töten wir dich eben, bevor du meinen Villager angreifst, ne? Ach du Scheiße. Das überlebe ich nicht, wenn der in die Luft fliegt, ne? Ne. War ja klar. Schnell dahin. Mal gut, dass ich ein bisschen weiter weggegangen bin, ne? Der Vorteil ist ja jetzt, dadurch, dass ich tot bin, habe ich wieder Energie. Kann rennen. Und alles schnell einsammeln hier. Uiu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 i. Nein. Da ist der Villager. Nein. Echt, dann ist das dumme Schwein. Steinschwert, ne? Ich sollte mir echt mal ein neues Schwert machen. Villager, bring mich in Sicherheit. Boom. Hallo, Herr Villager. Was machen Sie hier am anderen Ende? Habe ich jetzt alles wieder eingesammelt? Ich denke schon, ne? Herr Villager, das ist nicht gut, was Sie da machen. Das gefällt mir nicht. Feuerkugeln haben wir auch noch, ne? Eben das Feld da unten reparieren gehen, ne? Habe ich denn noch welche? Ja, da. So, Feld ist wieder komplett besetzt. Ja, fühl dich frei, Schaf. Fühl dich frei. Der Villager chillt da hinten sein Leben. Ist das Villager-Haus jetzt eigentlich fertig? Ja, ne? Tja, Herr Villager, wie kommst du jetzt hier wieder rein, hä? Da ist ein Baum gewachsen. Lol. Ach, Leute, ich hatte so ein Glück. Ich hatte mein ganzes Eisen dabei. Ist natürlich schlau, ne? Sein ganzes Eisen immer mit sich rumzuschleppen. Muss ich eben da reingehen. Oder gehen Villager nur in Häuser mit einer Türe? Wenn ja, müsste ich das ändern, ne? Stimmt, ein bisschen Dach wollte ich noch machen, ne? Ich glaube nicht, dass ich mit 8 hinkommen tue. Aber mit 12 bestimmt, ne? Bienchen, Bienchen, summ, 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 summ. Bienchen, summ herum, die Wumm. Es reicht gerade so, lol. Perfekt. Nicht perfekt. Wir müssen das ändern hier vorne. Nein, fall doch nicht einfach runter. Weil, das will ich nämlich so gerne haben. So. Und hinten auch. So. Hui, Platsch. Damit wäre das Haus vom Villager noch fertig, ne? So theoretisch. Da haben wir noch Fackeln, die können wir auch noch hier hinsetzen. Ich habe echt das Gefühl, dass das nur geht, wenn da nur eine Tür drin ist, ne? Dann machen wir provisorisch mal zu. Mit Stein. Müssen dementsprechend hier auch nochmal eben wegreißen. Hier die Erde neu setzen. Ah, jo, hier können wir noch ein Fenster reinsetzen, ne? So, mal gucken, aus dem Ei was rauskommt, ne? Jo, genau, klar. Mhm, auf jeden Fall. So, eben Dingens machen gehen. Wollte ich denn? Stimmt, den kann ich mitnehmen. Und in sein Häuschen setzen. Macht er das zumindest schon mal nicht mehr bei mir. Bitteschön, Herr Villager. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Stein in den Öfen schieben, ne. Ich wollte, ne. So. Brutzelt ihr mal schön. Da sind noch 8 Laternen. Sag mal, is it denn? Das ist doch nicht wahr. Dann machen wir mal eben. Hab ich noch woanders Fichtenholz? Ne. Sonst habe ich gar nichts zum Brennen, ne. Können wir nicht die Schaufeln verbrennen? Ja, das geht, ne. Dann craften wir uns noch ein bisschen Zaun mit Erde. Genau, ein Erdzaun, ne. So. Damit wir nämlich noch mal ein paar Laternen setzen können. Das wollte ich nämlich eigentlich schon gemacht haben. Ne, du bist mir zu tief, sorry. Ah, ich hatte nur eine, da. Oder sagen, ich hatte nur eine Eisenachse gemacht gehabt. Da eine hin und da eine hin. Dann hätte